Ja, hallo liebe Freunde auf YouTube, hier wieder euer Marc Boy. Heute mal mit einer kleinen Vorstellung der SOS EDC Box. Ja, ich habe mir aus alten Fahrradschläuchen Ranger Band gemacht, habe gleich hier unten auch noch einige Ranger Bänder rangemacht. Diese kann man immer gut gebrauchen, um irgendetwas zu fixieren, zu verschließen. Ja, nun wollen wir mal die SOS EDC Box auspacken. Darin befindet sich ein kleines Teelicht. Man kann natürlich die Kerze auch entfernen und das Ganze dann als minimalen Spirituskocher nutzen. Ich habe darin einen kleinen Feuerstahl, etwas Zunder, einen winzigen Kompass, ja, hier eingepackt eine Säge, Streichhölzer, Nähzeug, zwei Sicherheitsnadeln, zwei Knöpfe, falls mal was von der Hose oder Jacke abgeht. Einen kleinen Draht, um etwas anbinden zu können. In dieser Tüte etwas Angelsehne, Haken, ein paar Bleie. Ja, und dann natürlich hier nochmal in einer Tüte Fingerkuppenpflaster, Ibuprofen-Tabletten, Paracetamol hier drüben und Kopfschmerztabletten. Damit habe ich eigentlich alles bei, was ich brauche, wenn es mir mal nicht so gut geht. Und ganz auf dem Boden befindet sich die Pfeilspitzenkarte von Bushcraft Essentials. Hier sind drei Pfeilspitzen drin, eine kleine Säge und auf der Seite sogar ein kleines Messer. So, dann packen wir mal wieder alles zusammen. Ja, ich habe die Sachen so ausgewählt, dass sie auch ganz gut wieder hier reinpassen. Wollen wir mal schauen, ob das jetzt auch so gelingt. Ja, hier klemmt noch was, geht hier nicht. So. Rangerbänder werden wieder hier unten befestigt, so können sie nicht verloren gehen. Und dann hatte ich mir noch von One Tigris diese Tasche besorgt. Ich mache mal wieder ein bisschen höher. So, diese Tasche hat hier vorne ein Fach für Smartphone oder für andere Sachen. Hier passt die SOS-Box leider nicht rein. Aber die hat hier ein schönes kleines Fach mit Innenfach. Da kann man hier auch noch ein paar andere Sachen reinmachen, was man so braucht, ein bisschen Kaffee oder was weiß ich. Ja, hier noch ein weiteres Innenfach. Auf der Rückseite verfügt sie über einen Karabiner und zwei Schlaufen, mit denen man die Tasche prima an seinem Gürtel tragen kann. Jo.
Ich hoffe, die Vorstellung meiner kleinen EDC-Box hat euch gut gefallen. Diese Blechbüchsen gibt es bei Amazon. Ich fand sie gut, weil sie schön auffällig ist. Man weiß gleich, worum es sich hier handelt. Ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr so dabei habt, was ihr so braucht unterwegs oder was ihr denkt, was man dabei haben sollte. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier war, wie immer, euer Marc Wolf.